Was geht, Freunde? Es halt hier ziemlich sehr, ich weiß. Aber wir werden heute hier drinnen ein bisschen was umbauen, Freunde, an meinem Quad. Und zwar habe ich mir ein paar Teile gekauft. Ich habe mir einen neuen Frontbumper gekauft. Das zeige ich euch alles gleich. Ich habe mir einen neuen Lenker gekauft, weil ich will Lenkerendenspiegel haben. Und bei der Yamaha Raptor ist es wohl leider so, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Ja, das Ding ist zugeschweißt. Ich habe da schon versucht, Löcher reinzumachen. Am Ende des Tages habe ich da jetzt zwei Bohrer drin und einen Gewindeschneider, die mir abgebrochen sind. Aber Lenker kommt neu, Lenkerendenspiegel kommt dran, neuer Frontbumper kommt dran und das Tacho und so weiter. Ich will das alles hier so ein bisschen cleaner haben. Handy klingelt, wir machen gleich weiter. Griffe habe ich gekauft, Lenker habe ich gekauft. Was habe ich noch geholt? Ich möchte das Tacho ein bisschen anders befestigen, weil das mir ein bisschen zu weit hoch steht. Eventuell die Zündung woanders platzieren, weil die ist aktuell hier oben. Ich hätte die vielleicht gerne an der Seite irgendwo und neuen Frontbumper. Mit dem Frontbumper fangen wir auf jeden Fall schon mal an, weil das ist, glaube ich, das Einfachste, was wir jetzt hier machen können. Und den Lenker machen wir wahrscheinlich dann, wenn die Jungs da sind. Können wir vielleicht erst bei ihm anfangen, damit wir bei mir nichts falsch machen. Nein, Spaß. Wir gucken auf jeden Fall. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Frontbumper. Das geht wirklich easy. Muss erstmal das Kennzeichen ab. Habe ich auch provisorisch hier nur festgemacht mit, ja, hier, Kabelbinder. Ne? Das machen wir jetzt mal richtig. Als allererstes machen wir hier mal Schnippschnapp, Freunde. Zack, Schnipp. Schnapp und Kennzeichen ab. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier vier Schrauben. 1, 2, 3, 4. Die unteren sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Aber diese vier Schrauben müssen wir einmal entfernen. Mutterschraube wird sich gleich zeigen, was das genau ist. Aber sieht aus wie eine lange Schraube. Und dann können wir eigentlich das andere Ding schon dran schrauben. Gucken wir mal, was wir hier brauchen. 13er zu groß. 11er auch zu groß. Dann ist es eine 10er, Bro. Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich hier eine 10er, die wir lösen müssen. Schauen wir mal, wie feste die Dinger sind. Ja, gar nicht mal so fest. Also ganz easy. So, dann machen wir jetzt mal alle vier Schrauben ab. Gut, und ihr seht's, das Ding ist schon locker. So einfach geht's und das Ding ist jetzt auch ab. Der originale Frontbumper, Freunde, ist übrigens aus Plastik. Also der ist auch ziemlich leicht. Ich glaube nicht, dass der viel hermacht. Wenn man mal wirklich einen Crash hat, da finde ich auf jeden Fall die Variante, die ich mir jetzt hier zugelegt habe. Moment, erstmal die Schrauben runter von Atrax. Da habe ich nämlich auch meine Nerf Bars von. Die mache ich jetzt dran. Die sieht auf jeden Fall auch ein bisschen schicker aus, finde ich. Ein richtig cooles Teil. Das war so das Einzige, was mir wirklich auch gefallen hat an den ganzen Frontbumpern. Das montieren wir jetzt und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, da kommen wir auch überall super dran. Wir haben eine Schraube und eine Unterlegschraube. So, ich mache das jetzt einfach nur erstmal mit der Hand fest, noch nicht ganz festziehen. Dann die unteren, da kommen wir sogar noch leichter dran. So, passt das hier alles? Das sieht gut aus. Und die letzte. Also das geht wirklich sehr, sehr einfach. Und ich weiß nicht, aber mir persönlich gefällt das Ganze so um einiges besser. Wirklich, also das macht das gesamte Fahrzeug nochmal ein bisschen sportlicher. Aber wir versauen uns sowieso die Optik, weil hier nochmal das Nummernschild drankommt. Und ich sage euch ehrlich, so an der Seite, das gefällt mir gar nicht. Ich mache das vorne dran. Ja, und dann sollte das auf jeden Fall top aussehen, denke ich. So, die Jungs sind da. Es ist übrigens schon mittlerweile abends, Freunde, weil wir deine Maschine noch umgebaut haben und dazu auch noch ein Video gemacht haben, was noch kommt. Aber jetzt geht es darum, wir bauen meine Maschine um. Lenker kommt neu. Und was haben wir denn alles nochmal? Lenker, Spiegel und Handbremse. Genau, und Spiegel. Das machen wir jetzt. Wichtig, wir wissen, wie das funktioniert. Wir haben es nämlich bei ihm schon getestet. Können wir vielleicht erst bei ihm anfangen, damit wir bei mir nichts falsch machen? Das heißt, bei mir wird jetzt alles glatt laufen, hoffentlich. Gut, legen wir los. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie man die ganze Verkleidung abmacht, dann checkt das Video hier oben einmal aus. Das haben wir nämlich bei ihm gemacht. Falls es noch nicht da ist, dann kommt das Video noch. Da zeigen wir, wie wir die komplette Verkleidung abgemacht haben. Ganz komplett. Das Ding war mal blau. Jetzt ist es schwarz. Da liegt die Verkleidung. Hier vorne ist sowieso komplett easy. Das wird einfach abgehoben. Das zeigen wir jetzt auch nicht. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr ein bisschen warten, ein bisschen geduldig sein und das im anderen Video nochmal sehen. Aber wir machen das jetzt frei, damit wir hier ein bisschen Zugang haben, damit wir die Handbremse verlegen können. Kommt nämlich hier unten dran, das haben wir beim Toxic Time gesehen. Wir machen das mit zwei Schellen fest, sodass das auch wirklich bombenfest ist. Haben wir da auch schon gemacht, funktioniert super. Ja, ansonsten neuer Lenker, neue Spiegel. Es wird schon richtig nice kommen. Verkleidung ist ab, Freunde. Jetzt kommt die Handbremse. Die lösen wir jetzt. Da oben sind zwei Schräubchen im Bus. Einfach ab. H4. A4, guck, sogar richtig hier Profi-Bezeichnung. Die Dinger kommen ab und dann befestigen wir das da unten. Das war ein Kampf beim Ben. Ich denke mal, bei mir wird es nicht anders sein, aber das zeigen wir euch auch gleich. So, was wir jetzt machen müssen, weil wir einfach die passenden Schellen nicht haben, das heißt, die Schrauben zu groß sind, wir fräsen das Ganze hier ein bisschen auf. Das geht auch relativ easy eigentlich. Wir haben hier einen richtig guten Schneider, den der Ben organisiert hat. Ne? Warte mal, wir hatten es erst auf der anderen Seite gemacht, richtig. Hier einmal durch.
So. Auf der anderen Seite auch. Auf die Finger aufpassen. So, damit wir einfach das Loch ein bisschen größer machen. Hier muss ein bisschen nachgearbeitet werden, dann passt das eigentlich super. Und die Schrauben gehen durch. Jetzt als kleiner Tipp, tut den Tank ein bisschen lösen. Hier eine Schraube und hier zwischen ist die andere Schraube. Tut ihn ein bisschen lösen, dann könnt ihr den nämlich anheben und dann kriegt ihr die Schellen ein bisschen einfacher drüber. Ja? Also das empfehlen wir, weil ansonsten ist es echt ein Kampf und ein Krampf, die Schellen hier durchzubekommen. Das nämlich ist genau das, was wir meinen. Das ist ein richtiges Gefummel, die Schellen da drunter zu kriegen. Wenn ihr bessere Schellen findet, nehmt bessere Schellen. Wir hatten jetzt nur die vom Baumarkt. Noch so ein paar andere, da blende ich vielleicht mal ein Bild ein. Die funktionieren auch relativ gut. Und so einfach geht das auch schon. Zack, befestigt, die Schellen sind dran, das Ding ist bombenfest. Hier, hoppala, Fokus macht mal wieder nicht mit. Nehmen wir mal kurz so, nochmal. Also zack, rein, raus, brutal. Passt zum Motorblock, also ja, kann man nicht meckern, sieht echt top aus. Jetzt der Lenker. Der Lenker, weil ich brauche einen coolen Lenker. Der ist mir zu hoch, Griffe sehen blöd aus, Spiegel sehen blöd aus. Das wird jetzt alles neu gemacht. Was suchst du schon wieder? Kreuz. Ganzen Tag nur am Suchen. Was ich euch auf jeden Fall auch noch ans Herz legen kann, macht ein paar Fotos. In unserem Fall haben wir jetzt so gearbeitet, weil wir zwei Quads hier stehen haben, dass wir quasi abgucken können, wie so der Abstand ist und so weiter von den ganzen Einheiten hier. Macht euch Fotos, dass ihr ungefähr dann abschätzen könnt, wie weit war was weg. Und klar, man kann sich das auch den Bedürfnissen ein bisschen anpassen, aber bei der Raptor ist zum Beispiel genau hier, ist so ein Plastikring. Der hält das Ding und das Ding gerade zusammen. Darauf auch achten, ja. Am besten ein Foto machen, hat hier unten so eine kleine Ritze, die zeigt nach unten, dass sie später auch wieder nach unten zeigt. Um den Lenker auszutauschen, müsst ihr einfach nur die ganzen Einheiten runterschrauben. Hier sind ein paar Schrauben, da ist eine Schelle. Müsst ihr dann gucken, das ist eigentlich selbsterklärend. Ja, hier unten ist das Ganze mit der Schelle fest. Hier ist das Ganze mit der Schelle fest irgendwo. Also hier am Spiegel. Einfach alles lösen, freilegen, baumeln lassen und dann habt ihr den Lenker später frei. Falls es jemanden interessiert, wie das Ding hier abgeht, ganz einfach, das ist auch nur festgeklemmt. Also das könnt ihr hier, zack, bis ihr drehen, könnt ihr das rausnehmen. Machen wir auch gleich. Und jetzt machen wir aber die Spiegel ab. Auch wichtig, Freunde, wichtig und richtig hier, die Noppen für die Spiegel. Die kann man sich holen. Die haben wir jetzt bei Louis gekauft. Kostet ein paar Euros. Die stopft ihr dann später da wieder rein. Keine Ahnung, wo jetzt die andere Hälfte ist. Die liegt da irgendwo. Weg. Die war an der Schelle. Wo hast du die Schelle? Hier unten. So, zack. Auf einmal da rein. So, zack. Einmal festgedrückt. Jawohl, die will nicht halten. Perfekt. Aber so ungefähr funktioniert's. Und fertig. Erster Tutorial. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das gut erklärt haben. Also, wir sehen uns nach dem Cut. Wir sind soweit. Wir haben alles abgeschraubt. Wir haben das Ding hier einfach abgehebelt. Und jetzt werden hier quasi wird die Lenkstange gelöst. Einfach auch hier von den Schellen. So. Und ab. Die will nicht raus, oder was? Einfach. Na, die hängt gut, ne? So, und fertig. Das ist der neue Lenker. Wir haben jetzt hier von Raximo den Street-Lenker. Das ist der einzige, der für die Raptor quasi auch eine ABE hat. Das einzige, was wir jetzt nicht bedacht haben, wir haben Griffe gekauft, aber für Motorrad. Das heißt, für die andere Seite ist sie zu locker. Sprich wiederum, wir müssen zwei Sets kaufen. Nochmal einen. Und dann haben wir zwei Motorradgriffe, die wir wegschmeißen. Ja, aber geht leider nicht anders, weil die Motorradgriffe sind um einiges dicker. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht, der Kollege hier meinte, Isolierband und dann das Ganze reinstopfen. Man könnte bestimmt ein bisschen tricksen, basteln, aber machen wir nicht. Wir wollen es richtig. Lenkerstange ist dran. Ganz wichtig, mit 24 Newtonmeter, mit dem Drehmomentschlüssel, das Ganze festziehen, Freunde. Das haben wir zumindest jetzt rausgefunden, dass es bei der Yamaha so ist. Und einmal festziehen und dann ist der Lenker auch fest. Bombenfest. So, Freunde, wir haben jetzt die ganzen Armaturen wieder dran gemacht. Wie gesagt, einfach dasselbe nochmal rückwärts alles montieren, so wie ihr es abgemacht habt, wieder drauf. Und das ist jetzt tatsächlich der neue Lenker. Der ist ein bisschen flacher, fällt jetzt noch gar nicht so auf. Wir machen jetzt die Verkleidung wieder drauf. Wir machen Spiegel dran und dann sieht das Ganze, glaube ich, schon ganz, ganz anders aus. Erster Zwischenstand, Freunde. Lenker ist getauscht. Was heißt erster Zwischenstand? Fast letzter Zwischenstand. Wir sind schon fast fertig. Jetzt kommen nur noch die Spiegel dran und ich sage euch ehrlich, durch die Spiegel wird das Ganze auch nochmal ganz, ganz anders aussehen. Ich werde mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen, weil das Ding hier will ich wahrscheinlich irgendwann komplett weg. Zündung woanders hin und Tacho näher dran. Aber da muss ich erstmal gucken, wie ich das befestigt bekomme. Da habe ich heute leider nichts. Ja, machen wir die Spiegel dran und dann ist das Ding für heute fertig. Bumper, neues Lenkrad, neue Griffe und Spiegel. Ich habe mir jetzt noch Lenkerendenspiegel gekauft. Die kommen jetzt hier noch dran. Dafür lösen wir einfach erstmal hier das Ding ein bisschen, damit wir das gleich über die Lenkerenden bekommen. Ganz, ganz wichtig, die Teile braucht ihr, wenn ihr einen Lenkerendenspiegel habt, wo ihr nur so einen Ring habt. Es gibt auch welche, die spreizen sich direkt mit diesem Teil hier, aber in meinem Fall nicht.
Ich glaube, bei mir kann ich jetzt tatsächlich, so wie es aussieht, diesen goldenen Ring weglassen, weil das passt perfekt hier drauf. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich es weglassen kann. So, Freunde, fertiges Ergebnis mit Spiegel. Also das sieht schon ganz, ganz wild aus. Ich habe mir die von Moto Gadgets geholt. Die kann man tatsächlich, ja, da kann man selber entscheiden. Ich muss die auch noch ein bisschen gerade machen, noch ein bisschen fester. Aber man kann die hochdrehen. Man kann die, wenn man will, ganz hochdrehen und dann zur Seite. Oder eben wie auf der Seite komplett gerade. Das kann man dann selber, je nach Geschmack, alles einstellen, ausrichten, wie auch immer. Freunde, wir sind fix und fertig. Wir haben jetzt, glaube ich, 10:30 oder sogar vielleicht sogar schon 11 und haben hier angefangen um kurz nach 5, wir haben 10:45. Fix und fertig, das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie die Umbauteile euch gefallen haben. Lenker, Spiegel, Handbremse. Handbremse finde ich eine richtig coole Sache. Damit man einfach den Lenker ein bisschen freier kriegt, die Handbremse hier runterzusetzen. Das ist schon eine richtig geile Sache. So, wir sehen uns ganz bald, vielleicht wieder auf der Straße. Bis dahin, euer Radtun. Peace.